mal, wolltest du nicht noch das Boot zeigen? Oh, das machen wir gleich. Mit das Wichtigste, das ist natürlich die Antenne hier. Ich habe mir eine kleine Endfetz gebaut. Die ist hier an dem GFK-Mast dran. Ja, und die kann ich einfach hier hochschieben, immer ein bisschen drehen. Oben ist ein Kabelbinder, durch den es dann einfach durchgeht. Das heißt, ich kann auch hin und her ziehen. Und höher und höher und höher. Ja, bis alle Elemente draußen sind. Was hat hier geknackt? Sie ist schon nass, weil wir im Regen waren. Upsa. So, weil wir im Regen waren. Und schon erledigt. Und das geht eben auch sehr schnell auf- und abzubauen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin zufrieden mit der Antenne. Sieht recht hübsch aus. Geht so ein bisschen über das Boot drüber. Der Unun ist vorne. Ich zeige jetzt hier nur ein Foto. Man sieht also auf dem Foto den Unun, man sieht den Stub 2 Meter lang, um einfach mal die Abstrahlung zu verbessern. Und jetzt gehen wir noch rein in den Check. Ich nehme euch mit. Ja, hier ist noch so ein kleiner Technik-Tisch mit Ladegeräten, Steckdosen. Ich habe hier noch was gebastelt. Aus dem 12-Volt Zigarettenanzünder können wir laden, Solarzellen und so weiter. Aber hier ist das Herz des Schiffs, die Brücke. Hier mit dem Ruder. Relativ wenig Knöpfe für so ein komplexes Gebilde doch. Zündung für den Diesel. Und das ist das Tollste überhaupt. Die Thruster, das sind nämlich... Ja, da kann man nochmal Schub vorne und hinten geben zum Reinfahren oder zum Rausfahren. Das heißt, wenn man es da nicht hinbekommt mit dem Ruder alleine, was am Anfang passieren kann, dann kann man sich hiermit behelfen. Später, nach wenigen Tagen, ist man so sicher in der Navigation, dass das eigentlich ganz gut läuft. Und hier natürlich Leerlauf. Zurzeit ist der Motor aus, wir warten auf die Schleuse. Leerlauf, dann nach vorne bzw. hier nach hinten. Hier noch die, ich weiß nicht, ob man eine Seekarte nennt oder Flusskarte. Wir liegen gerade hier an dieser Schleuse. Das ist ja das Stück, das nicht funktioniert. Wir müssen also hier noch warten, dass geöffnet wird und fahren dann also hier dann dieses Stück rein. Mit ein bisschen Glück bekommen wir phänomenale Bilder und Aufnahmen, wie eng das da wirklich ist. Und das ist die Stelle, an der es mir auch die Antenne zweimal fast zerstört hätte. Kein Boot ohne gemeinsamen Aufenthaltsraum. Das ist ja unsere Sitzecke hier, der Tisch. Zurzeit zusammengeklappt. Die Seiten kann man nach oben machen. Ja, dann passt es gerade hier so rein in diese Sofa-Ecke. Ja, und hier sitzen wir dann, frühstücken, reden dummes Zeug. Hier hinten meine Station. Ja, das ist alles sehr, sehr zweckmäßig und passt auf den Zentimeter genau. Das mit den Kajüten, das lassen wir aus. Niemand wollte aufräumen. Ich auch nicht. Es gibt welche, da gibt es links und rechts ein Bett mit der Besucherritze. Nein, wie nennt sich das, wenn ein Nachttisch dazwischen ist? Keine Ahnung. Es gibt ja wahrscheinlich eher für Kinder so Doppelstockbetten zum Hochklettern. Ich habe die Kabine, die Kajüte ganz vorne. Das heißt, eigentlich reicht der Platz nicht, sich die Schuhe zu binden, um zu stehen. Aber die Liegefläche ist dann relativ groß. Ich glaube, wenn da niemand ist, ist das eine recht hübsche Sofaecke. Aber was ich noch unbedingt zeigen wollte, das ist das Bad und die Dusche. Also die Toilette kann man sich vorstellen wie im ICE.
so ähnlich, nur dass es noch einen Schredder gibt und die Dusche, die zeige ich euch hier. Das ist so eine Treppendusche. Also man kann hier auf so einer Art Treppe sitzen, man kann natürlich auch stehen. Und besonders interessant ist dann hier unten, da ist nämlich gar keine Wanne oder sowas, aber es gibt eine Pumpe. Und die pumpt das Wasser dann sehr effizient ab, sodass man gar nicht in der eigenen Brühe steht. Schlau gemacht. Jetzt noch einen schnellen Blick in den Scheck. Und dann war es das auch schon für diese Reise. Ja, mehr als das ist es nicht. Also hier kommt das Kabel rein, wenn das Kabel reinkommt. Wir haben es jetzt abgemacht, eben wegen dieser engen Stellen, damit nicht noch mal was passiert. Hier an den Transceiver, das Xigo, der Akkupack, Mikrofon, Kopfhörer. Ich mag ja meine Freunde. Nach 10 QSOs ungefähr. Also mehr war es nicht. Der Plasmasturm auf der Sonne hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Viel rufen, lange rufen für relativ wenige Einträge im Log, aber trotzdem, es hat funktioniert. So, mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon von euch. Und ich weiß nicht, was die Crew euch sagen möchte, aber ich wünsche euch angenehme QSOs. Möchte die Crew was sagen? Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Du bist so lustig heute. Ja. Angenehme QSOs. 73 und bye bye.